Servus ihr Lieben und willkommen zu einem weiteren Indie-Horror-Game in der Halloween-Woche. Wir spielen Never Apart. Ein kostenloses Spiel gibt's auf itch.io, Link in der Videobeschreibung. Ist niegelnagelneu und ab geht die Post. Viel Spaß. Ui, schön. Unreal Engine 4, wie mir scheint. Man ist in einem gruseligen dunklen Haus, in einem gruseligen hellen Haus oder Museum. Oh, schöne Gemälde. Mal die Füße heben beim Laufen. Gott, wir laufen sehr laut. Okay, bewundern wir mal die wunderschöne Kunst hier. Ja, ja das glaube ich Gemälde, die ist... Hundi? Das hört sich an wie eine Mischung aus Hundi und Typen, dem es nicht so gut geht. Kann ich die Tür öffnen? Nein, ich kann nicht. Bin ich irgendwie auch froh drum. Wer weiß, was sich dahinter verbirgt. Okay, ein weiterer Gang mit Gemälden. Ich kann gar keine Tür öffnen, wie mir scheint. Okay. Wir laufen, als hätten wir einen Holzball. Okay. Ja, Schlacht mit Schlacht zu hohem Ross, würde ich mal sagen. Okay. Geschichtliche Kriegsszenen. Wer ist er? Okay. Ein Typ mit einer Nase. Komisches Geräusch. Okay. Oh, Windows. Gerade am Spielen. Oh, die wiederholen sich schon die Bilder. Ha. Scheint nicht das beste Museum zu sein, wollte ich gerade noch sagen. Und dann klopft es einfach mal so an die Tür. Warum? Schon wieder. Da, das scheint wohl irgendwie... Ja. War wohl im Angebot beim Copy Shop. Dieses Motiv. KBQE Radio, America's most powerful radio station. Okay. Okay. Consecutive life terms in jail, but the judge gave him the death penalty after confessing to 11. Count 'em. Kann überhaupt nicht interagieren in dem ganzen Spiel. Es geht gar nichts. Shut up. Ich kann nicht rennen, ich kann nicht springen, ich kann nur normal laufen und mich umgucken. Selten ein Spiel mit so begrenzten Interaktionsmöglichkeiten erlebt, wie dieses hier. Okay. Was ist das? Ah, wieder mal ein Aufzug. Den hatten wir ja schon beim letzten Mal. Der hat mich in einen Keller mit einem Bekloppten geführt. Den nehmen wir diesmal nicht. Diesmal nehmen wir das Treppenhaus. Hallo. Oh, ein Fußball. Was macht ein Fußball in einem Kunstmuseum? Shit the fuck up! Was ist denn laut? Jau! Okay. Mein! Mesut Özil, The Horror Game. Bleib von meinem Fußball weg. Das ist meiner. Kommst du nochmal? Kommst du nochmal? Der Ball muss mal. Ist überhaupt ein Klo? Nein, das sind Waschmaschinen. Yeah, Waschmaschinen! Beste Horrorspiel, das hat direkt gewonnen bei mir. What the hell? Waschmaschinen. Waschsalon in einem Kunstmuseum, ein Fußball rollt da rein. Hä? Was hat der für Drogen genommen, der das gestylt hat? Noch mehr Waschmaschinen. Schmutzwäsche. Was geht denn hier? What the fuck? Komm! Oh nein. Welcome home. Nein, das ist nicht mein Zuhause. Oh! Was hat er gesagt? Schmutzsocken? Die Schmutzsocken müssen gewaschen werden. Okay, machen wir. Oh, Waschmaschine ist offen. Moment. Bevor ich in die Waschmaschine gucke, denn ich denke, das wird das große Finale sein.
gehe ich nochmal raus, um die Spielzeit zu strecken. Ich könnte natürlich auch hier nochmal schauen. Ne, komm. Wir gucken. Wir machen, wie es uns das Spiel sagt und gucken in die offene Waschmaschine. Okay, hier sind Vermissten-Steckbriefe in einem Waschsalon, in einem Kunstmuseum. Es ist alles sehr verwirrend. Make your voice heard. Give to the red, white and blue. Irgendwelche Wahlzettel hier. Okay. Noch mehr Zettelagen. Der Fußball hier drin. Hallo. Kann ich mich ducken? Wahrscheinlich ja nicht. Ich kann ja gar nichts in dem Spiel. Waschmaschine. Ich will mit der Waschmaschine interagieren. Hallo. Ich konnte selbst in Hotel 13 mit Waschmaschinen interagieren. Und das ist 6 oder 7 Jahre her. Sollte eigentlich schon ein fortgeschrittenes Spiel sein. Ich kann das Waschprogramm wählen und alles. Nix. Gut. Dann schleppen wir uns mit unserem lahmen Holzbein eben weiter durch die wunderbaren Gänge dieses Kunstmuseums, wo nur 3 Bilder hängen. Zumindest 3 Motive. Ich höre Stimmen. Hört ihr das auch? Wahrscheinlich nicht, weil ich die Kopfhörer wieder viel zu laut gestellt habe. Okay, jetzt hört ihr es. Spätestens jetzt. Waren wir hier nicht schon? Ist das dasselbe? Das ist ein einziger Loop hier. Oha. Stand darauf, Itch.io, es ist ein bisschen PT angelehnt. WTF. Oh fuck. Ja, bitte? What? Oh, was? Ist. Ach so, ja, komm. Die Couch ist ein bisschen verrückt geworden. Wenn es nur die Couch ist, bin ich schon zufrieden. Was steht da? Did you think you... You... Only getaway. Hast du gedacht, du würdest hier wegkommen, oder was? Nicht wirklich, nicht wirklich. Aber vielleicht im nächsten Durchgang. Regnet's? Nee, das schon. Grafik. Ach Gott, hier regnet es mitten auf dem Flur. Okay, das ist ja praktisch, dass die Türen hier automatisch für mich aufgehen. Oh, das mit den Kreuzen ist neu hier. The Jesus in the house. Okay. Mhm. Küche. Eine Küche. Was ist das für ein Haus? Ist das ein Kunstmuseum? Ist das ein Waschsalon? Oder ist das ein... Studentenbude? Was ist denn los? Alter Fernseher. Ich sollte eigentlich mittlerweile wissen, dass ich hier nicht interagieren kann in dem Spiel. Aber trotzdem drücke ich wie blöd auf die Maustasten und auf E und auf alle Tasten, die sich mir bieten. Aber es funktioniert natürlich nicht. Wer bist du? You will be my last. Du wirst mein letzter sein. Der sieht ein bisschen aus wie der vom Mad-Cover. Also nicht Mad wie Mad-Wurst, sondern Mad. The Mad Magazine. Was steht hier? I can't be separated from you. We need each other. Okay, ich kann nicht von dir getrennt sein. Wir brauchen uns gegenseitig. Das glaube ich nicht, Tim. So. Hallo! Was? Hi! Was? Wow, okay. Ich will mich jetzt nicht umdrehen. Alles gut. Oh, diese Sounds! Junge, Junge, kriegst ja Tinnitus. Cooler Herd. Nicht schlecht. Honey! Hier geht's weiter. Gar nicht schlecht. Das Spiel. Oh.
Satanas! Das ist kein gutes Zeichen. Absolut kein gutes. Da wären wir wieder. Also für ein Spiel, was in so kurzer Zeit entstand, ich glaube 24 oder 48 Stunden, echt gut. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe, ich bin nicht sicher. Das ist in kurzer Zeit entstanden. A gift for me, ein Geschenk für mich. Mein Herz. Oh, schön. Okay, 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 okay. Das ist kein gutes Zeichen. A gift for you? Your... Your soul steht da, oder? Diese Schrift kannst du kaum lesen. Was zur Hölle ist hier los? Lass mich raus hier! Fahr jetzt mit dem Lift. Komm. Nein, geht nicht. Oh, hier kann ich wieder raus. Okay. Musik, sei ruhig. Ich bin ja schon durch hier. Es wird rot. Es wird bedrohlich. Komisch. Eine interaktive, quasi, ne, interaktiv. Eine virtuelle Geisterbahn hier zum Durchlaufen. Sehr schön. What? What? Come on! Auf damit! Was ist hier los? Hi! Kollege. Wird immer gemütlicher hier. Das Mobiliar wird immer üppiger. I'm coming for you because what? We make a great team. Irgendwie kann ich diese Schrift kaum lesen. Also ich komme zu dir irgendwie, weil wir ein tolles Team bilden. Okay, im Radio kommen irgendwelche Meldungen über Mörder. Okay, das ist hier mal was ganz Neues. Oh, The Gold Room. Eher gesagt, auch bekannt als die Gummizelle. Wow. I'm coming for you because we make a great team. Ja, okay, wir werden ein tolles Team. Ja, und ich werde gleich Besuch bekommen. Huck. Ich glaube, ich bekomme keinen Besuch. Der Besuch ist schon hier drin. Start ab. Nee. Das war ein Spiel. Kinders geht das. Sehr, sehr, zerstörend. Das Radio begleitet mich auch hier. Durch dick und dünn. Do you think Darren was insane? Insane for killing those 11 people? Insane for being this murder spree killer, the serial killer? Well, it really depends, caller, on which entity you believe in. The Serial Killer, auch bekannt als der Frühstücksflockenmörder. Haha, komm, der war gut. Ich fand den witzig. Wie das mir spontan eingefallen ist. Irgendeiner hat 11 Leute umgebracht, jedenfalls. Was ist los? Komm ich nochmal raus? Muss ich mich hier um die Leichen kümmern? Hallo? Geht's dir? Nein. Oh, Gott. Muss ich einen Code eingeben? Glaub nicht, weil Interaktionsmöglichkeiten hat man bisher keinen. Wow,
Okay. Nicht schlecht. Fuck. Was? Die Sounds. Die sind gut. Hallo? Die sehen irgendwie komisch aus, diese Form von denen. Der eine scheint keinen Kopf mehr zu haben. Okay, festgebunden. Das Krematorium hier. Okay. Och, Radio! Not du wieder hier! Das ist gerade hier Domian, der mich hier verfolgte. Durch das ganze Spiel. Okay, ich kann hier gar nicht mehr. Ich kann nicht mehr hier raus. Ich komme hier nicht mehr weiter. Bis hier geht's noch. Das ist nicht gut. Hi! Hallo. Oh, Great Team, der sagt dasselbe, was auf den Zetteln stand. Fuck. Die Radiostimme ist der Böse hier. Hä? Okay, sie sind weg. Hallo. Okay. Jetzt ist mal hallo. Wer bist du? Fertig. Okay, das war ein extremer, weirder Mix von nette Bilder, Jumpscares und What the fuck. Ich sag mal zu 90% What the fuck. Aber es muss nicht alles Sinn ergeben. In 48 Stunden ist das Spiel entstanden. Da kann man nicht sehr viel Story erwarten. Wir hatten ein paar schöne Erschrecker. Und ja, ganz nett. Grafisch sah sehr schön aus. Ein typisches Halloween-Game, wie hier unten steht. Creepy, creepy. Dankeschön. Ja, Never Apart. Gibt's, wie gesagt, auf itch.io. Ich denke nicht, dass ihr noch runterladen braucht. Ihr habt alles gesehen, was in dem Spiel vorkommt. Den Link setze ich euch trotzdem mal wie immer unten, ne, aus obligatorischen Gründen. Jetzt fällt mir dieses komplizierte Wort auch noch ein zum Schluss dieses Videos. Ich sage jetzt danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.